Da sind wir wieder, liebe Leute, zu Pokémon Ultramond. So, ihr habt gesehen, Pokémon sind voll geheilt. Das heißt, weiter geht es mit... Was könnte das sein? Lila Geist, Gift. Bei ihr würde ich sagen Geist. Hallo, ich bin's, Lola, die Prinzessin eines uralten Volkes. Ja, ich würde mal sagen Geist. Na dann, Lola. Dann wollen wir mal. Onkel Yasu meinte, dass es zwar eine Sache sei, sich von einem Kapu-Pokémon zum Inselkönig ernennen zu lassen, aber zu einem der Top 4 lasse er sich von niemandem machen. Da wäre er noch schöner. Also muss ich richtig gut kämpfen, um einen würdigen Ersatz für Onkel Yasu zu sein. Oh Mann. Top 4 Lola fordert dich heraus. Okay. Banett. Los geht's, Fuegro. Dadurch, dass das ja... Okay, sie hat 5 Pokémon. Die müssen alle gut sitzen. Oh. Okay, Verteidigung sinkt, ist in Ordnung, kann ich akzeptieren. Das war aber nett. Minicrow erreicht Level 51. Ach, wir lassen es jetzt hier bei ihm. Wenn das jetzt alles hier Geister-Pokémon sind, dann müsste das ja... Ja, ich... Mal gucken. Scheint mir alles Geister zu sein. Von dem her... Das ist sehr effektiv. Weiter so. Mhm. Ja. Maruda. Ja, wir kämpfen weiter. Oh, der sieht cool aus, aber es ist auch ein Geist. Definitiv Geist. Ja, sei doch sehr effektiv. Muss ein Geist sein. Lamus erreicht Level 61. Boah. Nein. Bisher läuft gut. Prostige. Geist? Tja. Prostige. Hast du Pech gehabt? Weiter so. Boah, gut, Fuegro hat gleich schon wieder Level Up. Griff Zeppeli. Was bist du? Gut, das war ein sehr schneller Pokémon-Kampf, so leid es mir tut. Und bisher habe ich ja immer jede Folge danach beendet. Das heißt also, auf gut Deutsch bedanke ich mich ganz... Kleiner Scherz. Das wäre gemein. Das wäre wirklich gemein, oder? Wäre es gemein? Ein bisschen. Ein bisschen. So. Ich sag ja, Fuegro erreicht noch vorhin ein höheres Level. Da bleibt mir die Spucke weg. Ja, ach, du hast nicht wirklich einen Angriff richtig durchgesetzt, ne? Möchte ich mal an der Stelle bemerken. Nein, 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 nein. Verdammt. Ich wollte auf oben rechts drücken und... Ah, egal. Ha! So viel zu meinem Plan, dich wegzuputzen. Und selbst zum Champ zu werden. Ja. Pokepause.
muss jetzt mal mein Fuego ganz kurz ein bisschen lieb haben. Wie sieht's denn um deine Zuneigung aus, Fuego? Kann ich dir noch was zu essen geben? Möchtest du noch was? Gucken wir mal, wie steht's denn um ihn? Zuwendung, ja, das sieht gut aus. Jo. Pushen wir noch ein bisschen hier unser Raichu. Schön. Ja, wie gesagt, ein bisschen uns drum kümmern. Am Bauch. Mag es nicht. Hat man gerade richtig schön gesehen, dass es am Bauch nicht mag. So, wie sieht es jetzt aus mit dem Raichu? Ja, gut, komm, das reicht. So. Dann haben wir jetzt noch einen vor uns. Und ich denke mal nicht, dass der so ein großes Problem für uns wird. Jetzt haben wir wirklich noch so viele Pokémon über. Ich erkenne das Symbol nicht. Pflanzen. Tanzen? Wäre jetzt richtig easy peasy für mich, oder? Da bist du ja. Dann sehen wir mal, wessen Schicksal es ist, heute zu siegen. Das deine oder das meine. Moment, Flügel... Luft-Pokémon? Oh, Luft-Pokémon. Jetzt muss ich aber wirklich mal ganz kurz überlegen. Luft-Pokémon. Ich glaube... Elektrizität könnte helfen, aber Feuer ist eigentlich auch nicht schlecht. Unlicht würde jetzt nicht passen. Komm, wir probieren es einfach mal und, eigentlich habe ich es bisher immer richtig gemacht, aber ich möchte mal das mit Raichu probieren. Pokémon tauschen. Weil Fuego kann ich dann immer noch holen. Weil bisher hat Fuego so gute Dienste geleistet. Vor einigen Jahren haben auch ich die Inselwanderschaft absolviert und wurde daraufhin zur Inselwanderschaftschamp. Ich bereiste die Welt mit meinen Pokémon, um meine Fähigkeiten als Golferin zu verbessern. Da kam mir eines Tages zu Ohren, dass nun auch in der Alola-Region eine Pokémon-Liga entstehe, also bin ich zurück in die Heimat. Nun werde ich dir zeigen, warum meine Flug-Pokémon als solche Überflieger sind. Okay. Also sie war viel unterwegs und hat dann gehört, hier gibt es was und dann muss ich doch zurückkommen. Topf hier, Kahili. Ich würde hier aber, glaube ich, auch mit Feuer wegmachen, oder? Na gut, wir probieren jetzt einfach mal Raichu. Verdammt, jetzt weiß ich nicht. Funkensprung war, glaube ich, das Große, ne? Und Funkensprung, genau, war das Große. Sehr effektiv. Aber es reicht nicht, um die komplett platt zu machen, weil die so auf meiner Levelhöhe sind, ne? Und wieder Funkensprung. Danke. Nummer 1. Okay, 64 ist auch in Ordnung. Da fehlt echt einiges. Oh, Donarion 61, das ist auch in Ordnung. Also ich habe dann noch ein zweites Strom-Pokémon. Oder Elektrizitäts-Pokémon, Entschuldigung. Resladero. Zu überbrücken. Ja, was willst du denn da überbrücken? Oh. Psychokinese ist auch effektiv. Wow.
Wer hat gesessen? Ja, Pokémon wechseln. Wir wechseln dann doch zu Fuegro. Hast dich aber gut geschlagen. Hast dich gut geschlagen, Raichu. So. Ich mache einfach einen Flammenwurf. Das ist der, der am stärksten ist. Schmeichler. Oh nein, ernsthaft? Ich hasse es, wenn ich verwirrt bin. Oh nein, Sturzflug. Und nochmal. Ja, gut. Ja, er verbrennt. Und wieder Sturzflug. Oh, ich drehe doch durch. Doch ein bisschen härterer Gegner, als ich erwartet hatte. Bin ich noch verwirrt oder nicht? Nee, scheinbar nicht. Alter! Jetzt heilt sie den auch noch. Doch, ich bin noch verwirrt. Ich glaub's nicht. Okay, machen wir jetzt auch mal Top-Trank. Raichu. Den kriege ich erstmal schon mal voll. Solange er Sturzflug einsetzt, ist mir das vollkommen egal. Kein Ding, Fuegro kann ich auch noch hochheilen. Jo, Schutzflug. Jetzt halb so schlimm. So, ich weiß nicht, ob er noch jetzt verwirrt ist. Ach komm, was soll's. Wir probieren es nochmal mit einem schönen Flammenwurf. Ach, er ist doch noch verwirrt. Natürlich verletze ich mich selber. Das Problem ist, ich möchte das Pokémon, wenn dann, in der nächsten Runde wechseln und nicht erst jetzt. Also nicht jetzt, sondern halt erst in der nächsten Pokémon-Auswahl. Jawohl, besiegt. Ah, Tukanon ein. Ne, wir wechseln das Pokémon wieder. Zu Raichu. Wie gesagt, also Raichu ist jetzt hier anscheinend doch sehr effektiv. So effektiver als Fuegro. Sieht relativ normal aus, finde ich immer noch. Naja. Ach komm, Funkensprung. Jetzt seinen Schnabel. Jetzt mal ruhig deinen Schnabel. Was? Ich habe mich verbrannt. Das ist doch jetzt zum Mäusemelken. Danke. Das andere weiß ja auch schon, wie ich das mache. So, wir wollen das Pokémon jetzt natürlich wechseln. Koryogel ein. Pokémon wechseln, Donarion. Warum nehme ich jetzt Donarion, werdet ihr euch wahrscheinlich fragen. Ganz einfach, weil Raichu ein bisschen verletzt ist und Donarion nicht. Und wenn der Donarion drauf geht, habe ich immer noch Raichu als Backup. Was heißt denn für eine Siegkraft? Kreuzschere oder... Ach verdammt, das habe ich da oben. Ladungsschuss. Was ist das denn jetzt? Angriff? Och nee. Denkt er noch meine Angriffskraft oder was? Oh, okay. Liebe Leute, damit habe ich die Pokémon-Liga geschafft.
Als Mitglied der Top 4 gebe ich das nur ungern zu, aber deine Stärke ist wirklich beeindruckend. Ja, wo ist mein Stifter? Was, wieso bist du denn angeschlagen? Na, dann ist es das. Nein. So, mal ganz kurz unser kleines Reitschuh hier. Na komm. Ach, jetzt ist sie glücklich. Wundert mich, dass ich nicht Donarien sauber machen musste. Mit dir weht ein ganz frischer Wind durch Alola. Ich war ja erst skeptisch, ob Professor Kukui das mit der Pokémon-Liga hinbekommt. Aber jetzt bin ich froh, dass ich seiner Einladung gefolgt bin. Was erwartet uns auf der anderen Seite? Das erfahrt ihr natürlich im nächsten Part zu Pokémon Ultramond. Ich bedanke mich ganz herzlich, sage bis zum nächsten Mal und ich bin euer Tro. Haut rein! Tschüss!